Was bedeutet gut geerdet zu sein? Ich grüße dich von Herzen und ich greife eine Frage auf, die gerade in der spirituellen Welt, gerade wenn du ein Empath bist, gerade wenn du hochsensibel bist, so wichtig ist, weil ich weiß, dass ich mein halbes Leben lang nicht gut geerdet war und mich ständig damit auseinandergesetzt habe. Schön, dass du da bist. Wenn du dieses Video hörst, ganz, ganz, ganz lieben Dank an dich und an euch alle zu diesem so wichtigen Thema, gerade für 2024, was ich jetzt aufgreifen möchte. Mein Name ist Danielle Janang und ich lade dich jetzt zu diesem Thema ein, denn immer wieder werden wir gerade auch im neuen und in den kommenden Jahren mit diesem Thema konfrontiert werden. Also, was bedeutet es? Gerade wie ich eingangs sagte, wenn die oberen Chakren bei einem Menschen sehr stark geöffnet sind, also die Verbindung zur geistigen Welt, die Verbindung zu den feinstofflichen Welten, dann ist es umso wichtiger, nach unten in die unteren Chakren zu gehen und sich zu erden. Und dort also im Körper anzukommen. Ich weiß, dass ich auch in früheren Seminaren oft gefragt wurde, gerade für diejenigen, die jetzt so stark auf der Suche sind, um sich selbst zu finden, was das eigentlich bedeutet und wie es sich anfühlt, gut geerdet zu sein. Heute aus meinen Erfahrungen kann ich dir sagen, dass gut geerdet sein bedeutet, dass ich in meinem Körper, mit meinem Körper, vollkommen hier unten auf der Erde in dieser 3D-Matrix vollkommen angekommen bin. Vollkommen in der normalen Welt angekommen bin, wo ein gesunder Menschenverstand, eine also realistisch, ganz realistisch, aber auch die Verbindung zum Herzen dann hergestellt ist. Das bedeutet, dass wir die Fähigkeit haben, auch in dem größten Sturm realistisch, voller Vertrauen, wie ein Baum mitten in unserem Leben zu stehen und auch all diese Herausforderungen anzunehmen. Und ich gehe ein bisschen mehr darauf ein, wie sich das anfühlt, wenn jemand nicht geerdet ist. Denn selbst wenn es so aussieht, als wenn ein Mensch gut geerdet ist und seinen Job macht und eine Partnerschaft hat und eine Liebe und so weiter und so fort, kann es sein, dass dass der Mensch eben nicht in seinem Körper ist, also sein Herz und sein Herz, sein Verstand, sein Herz und sein Bauch im Einklang ist mit all den Handlungen im alltäglichen Leben. Wenn also ein Mensch nicht geerdet ist, und das spreche ich aus meinem früheren Erfahrung und früheren Leben, da weiß ich ganz genau, wie es ist, ich wollte so oft nicht leben und auch nicht in diesem Körper sein und auch nicht auf dieser Erde sein. Das ist schon mal der erste Aspekt, ja. Und mich auch nicht all diesen stressigen Herausforderungen, die so ein Leben stellt im menschlichen Körper, wollte ich mich gar nicht stellen. Also, wenn ein Mensch nicht geerdet ist, dann fühlt er zu viel Stress, ist zu unruhig, zu nervös, zu flatterig. So fängt es schon mal an. Sehr viele, die nicht geerdet sind, sind in der Tagträumerei. Das ist nichts Schlechtes. Aber es bedeutet, sie driften aus dem Körper ab in geistige Welten hinein, wo sie sich einfach wohler fühlen und wollen dann auch nicht mehr zurückkommen in den Körper, sind also geistig abwesend. Ja, dann, wenn sich nicht geerdet anfühlt, sich an, wenn Menschen Luftschlösser bauen, ständig nur in Visionen und in Träumereien sind und in Luftschlössern, wie alles sein könnte, aber gar nicht ist und sie auch nicht wissen, wie sie dorthin kommen, wie sie überhaupt in das Handeln kommen, weil beide Füße nicht auf dem Boden sind. Ein klarer Blick, eine klare Sichtweise. Also wenn jemand Luftschlösser baut, dann hat er viele Ideen, ja.
Aber keine dieser Ideen kann realisiert und umgesetzt werden oder kommt in die Realisation und Umsetzung, in das Handeln, in das Tun, weil es Luftschlösser sind, weil also die Verstandesebene auch mit der Herzensebene und der Bauchebene nicht abgestimmt ist, ja? Dann das nächste. Viele Grübeleien, viele sinnlose Gedankenreisen, vieles sinnloses Hin- und Herwälzen von Gedanken, ganz viel im Kopf sein. Also Menschen, die viel denken und überhaupt Menschen, die eine hohe Kopflastigkeit haben, hatte ich auch ganz viel. Ich weiß, wovon ich rede, sind in einer Position dann, wo sie nicht wissen, wie sie das übersetzen sollen, übertragen sollen in ein natürliches Handeln, in ein gut nach vorne positiv ausgerichtetes Handeln. Sie bleiben im wahrsten Sinne des Wortes stecken in diesen Grübeleien, in den negativen Gedanken, in diesen Gedankenschleifen, ständig und ständig wieder. Zu viel Kopfweh, also zu viel Energie steckt im Kopf fest. Dann ganz sichtbar. Menschen, die zu wenig Erdung haben, kann man sehen, da steigt die Energie nach oben, die Aura steigt sozusagen nach oben. Wir haben ein Erdsternchakra zwischen unseren Füßen, ungefähr 15 Zentimeter, also wir haben einen zwischen den Beinen, wenn du hüftbreit stehst, und eins noch darunter, 15 bis 20 Zentimeter. Wenn du das nicht fühlen kannst, aus deinem Beckenboden nach unten, Beckenarbeit, das ist übrigens das nächste, ja, sozusagen, das ist die Verbindung zur Erde. Ich komme da auch noch hin. Also die Energie steigt dann von da nach oben und ganz oft hängt die in den Kniekehlen, die Aura. Und dann von der Aura, von den Kniekehlen nach oben, zieht sozusagen die Energie nach oben. Die ganze Aura, ich meine die Aura, ja. Das können hellsichtige Menschen sehen und fühlen. Und sie driften dann nach oben ab. Eben immer in diesen Gedankenschleifen, Träumereien, geistigen Welten und auch Illusionen, wie alles sein könnte und wo sie hinwollen. Ich betone das hier, weil es um das Thema Erdung geht. Also, dann ist zu wenig Erdung, Energie in den Füßen und auch in den Beinen. Viel zu wenig Erdung und Energie in den Beinen und den Füßen. Das bedeutet kalte Füße, kalte Hände. Die Seelenenergie steckt oft aus dem Körper nach oben raus in die höheren Chakren und verbleibt dort. Und es geht aber darum, die Seelenenergie nach unten zu bringen, in den ganzen Körper hinein, bis in die Beine, bis nach unten zum Erdsternchakra. Menschen, die nicht geerdet sind, haben sehr viel Heißhunger auf Süßes. Also diese Schokolade, Schokolade und weiß ich nicht, was noch alles. Also sehr viel Süßes, ja. Und Menschen, die nicht geerdet sind, fühlen sich oft auch nicht glücklich im Leben, lebendig, ja. In dieser Energie der Freude, in dieser Energie der Tatkraft. Und jetzt kommen wir in die Schöpferkraft. Tatkraft, Kreativität und Schöpferkraft. Und jetzt drehe ich das Ganze mal um. Was kannst du tun? Wie erdest du dich am besten? Ja? Also, Erdung, eine gute Erdung bedeutet, dass wir unsere Spiritualität, die geistigen Welten, mit der Erde, mit unserem Körper, mit den irdischen Welten, mit dem Boden gut verbinden, sodass wir klare Entscheidungen treffen können, sodass wir ins Handeln kommen, sodass wir mutig sind, sodass wir voller Vertrauen auch in unserem Leben sind, trotz der größten Herausforderungen, die uns das Leben bieten oder bietet. Also, wie erdest du dich gut? Ich kann das wirklich nur empfehlen. Geh in die Körperarbeit. Laufen, walken, kein Fahrradfahren. Also Fahrradfahren löst uns von der Erde, ja. Fahrradfahren ist super für Herz-Kreislauf, ganz fantastisch. Aber Fahrradfahren erdet nicht, sondern löst ständig diese Energie der Erdung, ja. Gartenarbeit, alles, was mit der Erde zu tun hat, gutes Klettern. Gesunde Sexualität, gesunde, keine Kopfsexualität, im Körper fühlen, ruhig, langsam, kraftvoll, gesunde Sexualität.
Nimm ein Fußbad so oft wie du kannst. Spüre deine Füße, spüre deine Beine. Barfuß laufen, barfuß gehen. Ehre deinen Körper und pflege deinen Körper. Körperpflege in jeglicher Form bedeutet, dass du die Dichte, die Physis deines Körpers, deines Seelenhauses annehmen kannst und ehrst. Nach der traditionellen chinesischen Medizin ist es so, dass also süße Nahrungsmittel mit dem Geschmack, mit dem Erdelement verbunden sind. Also nimm die Süße der Erde zu dir, süße Nahrungsmittel, gesunde süße Nahrungsmittel, Weintrauben zum Beispiel, ja? Denn die Süße erdet und stärkt, harmonisiert und entspannt den ganzen Organismus. Dann weiter, um in den Körper zu kommen, den Körper zu lieben auch, anzunehmen, alle Sinne sozusagen auch zu fühlen und da die Süße des Körpers und die Sinnlichkeit des Körpers zu erfahren ist, tanze nach erdigen Beats. Nimm erdige Sounds, nimm erdige Beats und bewege dich danach, um dieses Glücklichsein darin zu erfahren. Dann bleibe im Jetzt präsent. Lerne, das Jetzt anzunehmen, weil ein Mensch, wenn er nicht geerdet ist, dann lebt er entweder immer in der Zukunft oder immer in der Vergangenheit. Ja? Aber das Jetzt und hier mit all den Herausforderungen jetzt, lerne das anzunehmen. Und dann kommt das nächste, stelle dich den Herausforderungen ganz mutig. Stelle dich mutig den irdischen Herausforderungen. Was immer das in deinem Leben ist, ja? Fülle, Gesundheit, Beziehungen, Berufung, was immer das ist. Dann das nächste, was mir immer geholfen hat, in den Körper zu kommen. Du weißt ja, ich bin schon 25 Jahre lang Yogalehrerin. Stärke deine Wurzeln wirklich mit Yoga oder Qigong, Tai Chi, mit diesen wunderbaren, stärkenden Übungen, ja. Das nächste, lerne tief in den Bauch zu atmen. Wenn ein Mensch nicht geerdet ist, wirst du sehen, oder die Herausforderungen kommen, ja, dann kommt diese flache Atmung, dann kommt die Schnappatmung, ja, und dann zieht sich wieder, immer wieder die Energie aus dem Körper. Deine ganze Aura zieht sich immer raus, deine ganze Seelenenergie entflieht förmlich. Also atme tief in den Bauch, hole deine Seele rein und verbinde dich mit deiner Seele, rufe sie ein. Ich habe so viel hier auf diesem YouTube-Kanal schon dazu an Informationen gegeben. Lerne dein Leben zu genießen. Das wird eine große Herausforderung sein, in die wir jetzt gehen. Zu beginnen, egal was im Außen geschieht, das Leben zu akzeptieren, anzunehmen und genießen zu lernen, also das Irdische und die Materie anzunehmen. Denn wie ich schon sagte, sehr viele werden immer mehr aus dem Körper aussteigen, in die technologischen Welten, in die digitalen Welten und den Körper damit auch immer wieder verlassen. Also komm zurück in deinen Körper. Dann stelle dich deinen Ängsten. Sehr viele Menschen, gerade die sich der Spiritualität öffnen, sind sehr überempfindlich, sehr hochempathisch, hochsensibel und nehmen die Dinge auch sehr viel persönlich. Das habe ich früher auch gemacht. Umso mehr du in deinem Körper ankommst, ja, und dich auch mit der Natur, mit dem Körper verbindest in dir, wirst du spüren, dass du deinen inneren Kern in dir stärkst, deinen diamantenen inneren Kern. Das ist eine Form von innerer Stabilität. Wir werden immer in uns stabiler verankert, ja? Und beginnen, unsere Ängste zu beherrschen oder zu lösen. Oder zu heilen, ja, im alltäglichen Leben. Also wirklich das alltägliche Leben anzunehmen. Das bedeutet, gut geerdet zu sein, ja.
Also wie fühlt es sich an, gut geerdet zu sein? Es fühlt sich so an, dass du ein ganz intensives Körpergefühl hast, dass du beginnst, deinen Körper, egal wie der ist, ja, zu lieben. Richtig mit allem Drum und Dran zu lieben. Du fühlst dich dann wie ein Baum in deinem Leben. Es ist ein innerer Anker und dieser ist immer im Becken. Mach so viel wie möglich Beckenbodenarbeit, ja. Also geh in dein Becken hinein, denn dort, wenn du dort ist dein Anker. Und dort findet deine Erdung statt, in den unteren Chakren. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, diese zu erden, mit ätherischen Ölen, mit Atmung, mit Yoga-Übungen vor allem, mit Ernährung, mit ayurvedischer Ernährung, ja. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und wenn du gut geerdet bist, entwickelt sich dein Urvertrauen in das Leben. Dein Urvertrauen, dass du für dich alles irgendwie lösen kannst. Es lösen sich dann die Sorgen auf und es lösen sich die Ängste auf, dass du alles, dass du es schaffen wirst, dass du es lösen kannst. Immer wieder und immer wieder, ja. Du fühlst dich wie in einem großen Sturm und es kommen viele Stürme jetzt, ja. Du fühlst dich trotzdem sicher in diesem Sturm. Du hast gute Freunde. Du hast viel Unterstützung, auch von außen. Du hast es geschafft, dich gut zu positionieren in deinem Leben. Du fühlst dich geborgen, auch mit der geistigen Welt, mit deinen Engeln, mit deiner Familie, mit deinen geistigen Führern. Du weißt, dass du es schaffen wirst. Und das sagt man, du stehst stabil mit beiden Beinen mitten im Leben. Und es ist nicht so, dass ich früher nicht stabil da war. Ich hatte schon immer einen Job, ich habe schon immer viel gearbeitet, ja, ich hatte schon immer Freunde. Das ist nicht der Fall, sondern du nimmst das Leben an und nimmst die Herausforderung an und hast den Mut und das Vertrauen, diese zu bewältigen, für dich auch in deiner ganzen Schöpferkraft auszurichten, da wo du hin willst. Ganz klar mit Zielen in deinem Handeln, in deinem Tun. Und das ist immer, immer dein Verstand realistisch, dein Herz geöffnet für dich und dein Bauch mit deiner Intuition, die du mit gehst du voran und voraus. Ja, also du bist klar, selbstbewusst und in dir verankert. Und du spürst diese Lebendigkeit in dir, dieses Leben in dir, etwas auch erschaffen zu wollen, etwas, ja, erschaffen in deiner Schöpferkraft erschaffen zu wollen. Ja, so fühlt sich das an, lebendig zu sein, mit beiden Beinen mitten im Leben zu sein. Und das bringt auch ganz viel Freude mit sich, auch über dieses neue Körperbewusstsein. Wir gehen ja in die Gesundheit jetzt hinein, ja, auch wenn du vielleicht noch in deinen Heilprozessen bist. Aber auf alle Fälle, und so erfahre ich das auch, trotz dieser ganzen Lichtkörperveränderungen und Symptome, ist es ein ganz starkes inneres Körperbewusstsein. Und dieses ist ausgerichtet mit Spirit. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Erdung. Sorge für dich, sorge für deinen Körper und sorge für dein Glücksgefühl. Denn es gibt einen Moment gab es in meinem Leben, wo ich entschieden habe, ich möchte glücklich sein. Und das ist ein Punkt der Entscheidung. Und wenn du gut geerdet bist, triffst du klare, realistische Entscheidungen, die dich in deinem Leben vorwärts bringen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ein gutes Glücklichsein. Und wann immer du es hörst, möge all dir das dienen, um in deinem Leben für dich selbst voranzukommen, mit einer guten Erdung, mit beiden Beinen mitten im Leben zu stehen. Schön, dass du da bist und ganz lieben Dank. Ich lade dich ein zu meinem spirituellen Seminar Reisen der Transformation und auch der Heilung von Herzen. Alles Weitere auf meiner Webseite und gerne auch finde da in meinem Shop Meditationen dazu und dafür, um dich darin zu unterstützen und zu stärken. Herzensgrüße an dich, deine Danielle.